wollte ich euch noch ein bisschen was erzählen zu Einspritzdüsen. Ich weiß gar nicht, ob ihr mich gut hört, aber wir haben ja eine Klappe an Bord. Ah, Traum. Einspritzdüsen sind Ventile, die dafür sorgen, dass halt die richtige Menge Benzin in das Saugrohr kommt. So, wenn die Ventile 100% ausgelastet sind, sind die halt permanent offen. Das heißt, die schließen nicht mehr. Die gehen komplett das Benzin durchgängig durch. Warum ist das problematisch? Wenn wir jetzt eine Last haben, wir fahren ja hier gerade Strecke hauptsächlich in Niederrhein und wir haben eine Auslastung von über 95% an Düsen und eine Last, eine Motorlast von, ich sage jetzt mal 100-110% oder sowas, und wir würden jetzt theoretisch noch berghoch fahren, hätten wir eine höhere Motorlast. Das heißt, der Motor bräuchte eine höhere Anforderung an Sprit. So, die kann natürlich eine 100% ausgelastete Einspritzdüse nicht bewerkstelligen, weil die ist ja schon permanent offen. Und dadurch würde halt das Gemisch abmagern. Deswegen ist es halt wichtig, Einspritzdüsen passend zur Leistung bzw. zum Ladedruck zu konfektionieren. Ja. Man sollte die natürlich nicht zu groß wählen, weil dann halt der Teillast oder der Leerlauf total Banane ist. Ja, weil, ich sag mal, eine 2000er Düse, die es ja auch gibt ja mittlerweile, glaube ich, sogar 3000er, die spritzen natürlich fingerdick in das Saugrohr ein und können nicht mehr fein zerstäuben. Wir haben jetzt hier die 1050 ASNU Düsen drin, das heißt also theoretische maximale Füllmenge 1050 Kubikzentimeter pro Minute. So, wir sind jetzt aktuell bei einer Auslastung von, ich sag mal, 60% ungefähr. Das ist völlig im Rahmen, theoretisch noch viel Luft nach oben und der Leerlauf leidet halt auch nicht. Wir haben genug Sicherheit und somit alles schön. Ja, wie sich das jetzt fährt, beziehungsweise was das für eine Zeit gibt, das seht ihr jetzt. Ja, jetzt mehrfach getestet, sind wir jetzt bei 6,90 gewesen. Finde ich wieder ein sehr schönes Ergebnis. Ah, ein Ferrari drängelt von hinten. Wollen wir direkt, zurechtweisen? Ich weiß nicht. Bietet sich ja an, ne? Bietet sich an. Blinzt doch mal nach hinten mit der Kamera. Man kann ihn nicht sehen, doch. Vergessen. Jetzt hört sie sich standesgemäß an.